Einen wunderschönen guten Morgen. Und ich will das heute auch ganz kurz machen. Ja, ich stelle jetzt einen Herrn vor, der seit 2007 Verbandstrainer ist. Seit Anfang 2000, das war nicht so ganz klar, auch Bundesjugendtrainer ist. Sein 35. Bühnenjubiläum hat, obwohl er erst 39 Jahre alt ist. Dirk Heidemann aus Berlin. Guten Morgen. Guten Morgen. Das war eine sehr nette Ansage, Horst. Wie immer mit dem 39. Geburtstag. Ich habe mir überlegt vorher, ob du das sagst. Well done, okay. So, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie immer. Und ich freue mich, auch viele Leute zu sehen, die ich ja immer lange nicht sehe. Auch viele Freunde wieder zu treffen, die ich dann immer mal nur in Bad Harzburg sehe. Das ist immer ein sehr schönes Wiedersehen. Und begrüße Sie und euch alle recht herzlich. Das Thema ist CP oder auch CP, Choreography and Presentation. Ich habe Ihnen auch wieder drei Paare mitgebracht. Also die waren natürlich schon hier, aber ich bringe sie nochmal mit. Die stelle ich Ihnen gleich nochmal vor. Und möchte mich eigentlich heute beschränken auf das Thema Choreografie. Und ich habe den Tanz oder die Tänze Rumba im Schwerpunkt und dann später noch Samba gewählt. Und möchte bezüglich des Themas Presentation eigentlich nur sagen, dass, ja, was ist gemeint mit Presentation? Ich habe in letzter Zeit sehr viele Turniere gewertet oder war auf vielen Turnieren, ich war auf der Weltmeisterschaft und habe auch mit vielen Wertungsrichtern gesprochen, nach der Meisterschaft natürlich. Und, nein, das war kein Scherz, nach der Meisterschaft. Wie denn so das neue Wertungssystem so ankommt mit den 9,5 und 7,5, was wir da geben müssen. Und da sagte mir ein Wertungsrichter, ja, also dem Paar hat er in der Technik nur die 7,5 gegeben oder die 8, aber in der Präsentation die 10,0. Und da habe ich gesagt, ja, aber mochtest du denn das Paar? Sagte, nö, nicht so. Sag ich, ja, warum gibst du denn jetzt in der Präsentation dann die 10,0, wenn du das Paar eigentlich nicht magst? Das heißt, für mich hängt Präsentation nicht nur mit Quantität zusammen, dass also möglichst viel und ich stelle mich da und komme auf die Fläche und mache und tue und noch mit dem Ohr, damit sie alle klatschen. Das kennen sie alle, ne? Wenn sie das Ohr machen, damit die Leute klatschen. Ich mache auch mal ein Ohr. Sehr schön, okay. Ob das eine gute Präsentation ist oder ob da auch ein guter Geschmack wichtig ist in der Präsentation oder ob dort vielleicht auch eine, was ich sehr viel unterrichte, sehr psychologisch, ist das Senden von positiven Energien. Das versuche ich jetzt Ihnen auch gerade zu senden. Ja? Wenn ich jetzt also auf der Fläche stehen würde und dir erzählen würde, wie toll ich bin und eigentlich nicht imstande wäre, Sie anzuschauen alle, ja? Dann wäre das eigentlich ein Zeichen von Arroganz und Unsicherheit, weil Arroganz ist Unsicherheit. Ich bin, also die Unsicherheit habe ich schon lange überwunden. Das ist mir doch zu alt. Das ist schöner am Älterwerden, das Einzige. Dass man doch weiser und ruhiger wird, aber wirklich das Einzige. Ich unterrichte viel oder sage den Paaren, sie mögen im Paar, aber auch zum Publikum eine positive Energie senden. Das heißt, wenn ich jetzt mit Timo in einen Kontakt trete, ja, siehst du, dann kann ich dich positiv angucken, ja. Ich kann aber auch negativ gucken, gut, das ist schwierig. Viele Paare gucken aber so, als wenn sie auf Facebook sind, ne. Das heißt, sie haben so gar keinen Fokus irgendwo, ne. Ich bin nicht so ein Freund von diesen Definitionen, was auch auf vielen Lehrgängen war, mit Festlegung von Sharp Focus und weniger Sharp Focus und Mittel Sharp Focus und so ein Quatsch. Ich habe einen Fokus und wenn ich jetzt einen neutral freundlichen Fokus zu Jürgen habe dort drüben oder einen vielleicht etwas intensiveren Fokus, weil das gerade jetzt mal so zur Figur passt, dann ist das trotzdem noch in einer positiven Energie und vor allen Dingen mit Kontakt zum Publikum, mit Kontakt. Ja? Und ich habe auch die Ehre, diverse Castingshows machen zu dürfen, um dort mit relativ geisteskranken Kandidaten ein Vierteljahr bei RTL zu sitzen.
Und die mussten da tanzen lernen, beziehungsweise mussten eigentlich nur mal eine Drehung und sind fast ins Loch gefallen an der Bühne. Aber mit den meisten, die Balladen gesungen haben, habe ich eigentlich nur gesprochen über, wie gucke ich in die Kamera und wie sende ich eine positive Energie. Ja? Und wenn ich jetzt schon, und wenn ich noch einmal bei der GOC zum Beispiel sitze, da immer in der Vorrunde, und dann stehen da schon die Paare da und dann stehen einige Menschen mit den Schildern. Und die Paare dahinter, genau, ja. Die Paare dahinter, und dann sehe ich dann so ein Paar, wo einer noch so steht, und dann kratzt sich dann noch, dann noch so, und sie steht bei die so, guckt gegen die Decke. Dann denke ich mir, das geht mir schon mal nicht, da fängt die Präsentation eigentlich schon an. Das heißt, die Präsentation beginnt, wenn ich den Raum betrete, ja, habe ich präsent zu sein, habe ich eine Aura zu haben, habe ich eine, ja, eine Persönlichkeit zu haben, dann geht das Turnier eigentlich schon los. Ja? Sicherlich, Sie als Wertungsrichter haben das nicht zu bewerten. Ja? Sie haben das zu bewerten, was Sie dann auf der Fläche letztendlich sehen. Aber ich glaube, dass jeder Mensch, und Sie, wir sind ja alle Menschen, ja? Wir sind alle subjektiv beeinflusst. Wenn man das sieht, findet man das, glaube ich, nicht so toll. Und deswegen sage ich allen Paaren, dass zum Beispiel eine Präsentation, wenn ich das mit Christina, wir haben irgendwie ein gutes Karma. Christina K., okay? Yes. So, Christina Muschinskaya. Mhm. Okay? Okay. So, wenn ich zum Beispiel einen Raum betrete, nochmal zurück, habe ich erstmal einen netten View zu meiner Dame, dann gehe ich auf die Fläche, dann embrace ich das Publikum, dann mache ich vielleicht eine kleine Geschwindigkeit, dann erwarte ich, sage ich hier, dann denke ich, hier ist meine Dame, like me or don't like me, you don't pay my rent. Okay? Aber in einer positiven Energie. Ja? In der Präsentation. Ich mag es nicht, wenn Paare auf die Fläche kommen, erstmal schon mal gar nicht gucken, so drehen, und das wäre ihr Thema, sorry, ladies first. Sorry, did you fall? No. Okay. Thank you very much. Okay. So, wenn so etwas passiert, es muss alles, für mich hat Präsentation damit zu tun, nicht nur mit der Quantität, das wollte ich Ihnen damit einfach mitteilen, sondern auch mit der Qualität und natürlich auch mit dem guten Geschmack und mit Stil. Ja, und da frage, kann man nun sagen, guter Geschmack, was ist guter Geschmack? Ich finde mich sehr geschmackvoll, ich weiß nicht, ob das alle finden, ja? Ich bin ja eher ein Mensch, ich mag es ja eher ein bisschen schlichter, wie Sie sehen. Das heißt, aber das bin eben ich, ne? Und ja, aber ich kann mir nicht anmaßen, das ist guter Geschmack, das ist schlechter Geschmack. Aber es sollte, ich finde, die Symbiose zwischen dem, was ein Mensch in seiner Persönlichkeit darstellt, mit dem, was er dann dazu anhat, und dann noch, was er dazu tanzt, das ist dann irgendwie die perfekte Nummer. Das stimmt, Uschi. Finde ich auch, alles klar. So, erstmal Dankeschön, für dass Sie da mal zugehört haben. Thema Präsentation. Es geht jetzt los mit dem Thema Choreografie. Und dann darf ich Ihnen erstmal die Paare vorstellen, die ich heute mitgebracht habe oder die schon da waren und nochmal mitgekommen sind. So, das sind. Bürstet mal erstmal. So. Ladies first, Christina Luft and Evgenie Vinokurov. So, Christina Muschinskaya and Marius Baller. Ich kann ja auch Deutsch sprechen, eigentlich. Und Martha Arndt und Pavel Pasebnik. Richtig? Ja, ne? Right. Okay, gut. Mehr oder weniger. Okay. So, ich habe das Thema Rumba gewählt Ihnen eine Choreografie. Wir haben das einstudiert. Am Donnerstag hatten wir viel Spaß eigentlich bei der Einstudierung. Seid mal ganz entspannt, wenn ihr was falsch habt, wir zeigen es ja gleich nochmal alles. Die hauptsächlich aus Basics besteht. Ich bin kein Freund von viel Akrobatik. Man muss dazu sagen, es ist ja auch so, die in der Evolution der Choreografie, wenn man an die 50er, 60er denkt, da war das alles so ein bisschen, ja, wie das Buch, ne? So ein bisschen netter getanzt, so ein bisschen schnörkeliger irgendwo hier, ein bisschen Pöschen da. Dann ging das in den 70ern, in den 60ern los, End-60ern, mit Beat-Elementen, also besonders in Cha-Cha, nicht zu verwechseln mit Disco.
Ja, also Beat ist zum Beispiel, da war ich schon geboren, Beat sind Aktionen, wo man immer so einen kleinen, den macht, den, da gab es mal eine Figur, die ging so, hier, in Jive. Ja, okay, da haben die immer geklatscht bei mir früher. Das ist heute nicht mehr so, aber früher war das der Hammer. So, das war also mehr Beat. Dann kam Disco und ich war ja ein unglaublicher Saalberg-Fan. Ich war ja ganz progressiv. Heute ja nicht mehr so, aber früher. Und da hatte der Espen und Kirsten Saalberg, die hatten also einen Cha-Cha-Anfang. Ich kann ihn immer vortanzen. Das war One. Ihr erinnert euch bestimmt, Alter. Bestimmt. Und One, Two and Three. Cha-cha, one, two, and three, and cha-cha, one, two, three, four, one. Das war ein Bam. Okay, und dann ging es weiter mit two and three, and cha-cha, one. Ja? Okay, das war damals mein... Weißt du noch, ne? Genau. Und das war damals mein, den habe ich geklaut, weil das war der erste Videorekorder, der rauskam damals, das war so ein Teil. 1981 oder so, oder 80? 80. Und dann habe ich das Intaco, World Cup Intaco, aufgenommen. Da haben Saalbergs noch Standard getanzt und da war das dann drin. Dann habe ich getanzt, da von dem Videorekorder gespult und hatte dann bei meiner, ich will ja nicht so viel um mich reden, ich rede ja nicht so viel über mich sonst, also wir fangen gleich an. Und habe dann eine deutsche Meisterschaft getanzt, sogar hat Wilfried Scheibler gewertet, weiß ich noch, Liederhalle Stuttgart, nee, nicht, Schleierhalle, ne, Schleierhalle, genau. Und du hast mir immer die Eins gegeben, fünfmal die Eins. Genau, so, das, aber ich hatte auch von vielen fünfmal die Sechs, ja, weil das war denen dann doch ein bisschen too much, weil ich hatte dann auch der Angst, mein Turnieranzug war ein bisschen anders als der von den anderen, ne, die hatten dann noch so die Rüschen mit der Samtfliege. Und ich hatte dann schon den Ganzteiler, wie Espen, in Dunkelblau mit einer schwarzen Fliege, einem Smoking-Hemd. Ne? Das war dann so ein bisschen was Neues. Ne? Und das konnten viele dann, mochten das nicht. Zudem war damals ja auch dieser Wechsel der Techniken von der Imperial zur Waterlayered. Ne? Das war, ich war schon ein bisschen mehr Waterlayered. Nun gut, das war mal eine kleine Story. Fertig.